zwei kurze Punkte nochmal. Und zwar das, was Robert vorhin gesagt hat, hier auch vom Bündnis, was den Avion angeht und sein Bild. Also ich persönlich, und es gibt ja verschiedene Meinungen auch innerhalb von diesem Bündnis, wir sind ja Gott sei Dank ein freies Bündnis, wo es nicht eine diktatorische Meinung gibt, sondern es gibt verschiedene Meinungen. Und ich persönlich, der Avion hat damit etwas angestachelt. Nämlich, was sind überhaupt die Bilder gewesen im Zeitpunkt des Denkmalschutzes? Was war sein Bild? Hat er das, was er übermalt hat, hat er auch damit argumentiert, dass die Zeit sich verändert? Dass die Inhalte sich verändern und er will darauf eingehen. Und ich persönlich finde es ehrlich gesagt ganz gut. Also meiner Meinung nach ist es ganz gut, dass man vielleicht mal sagt, okay, das sind die Bilder und hat auch jeder Künstler praktisch sein, ich sag mal, so eine Art künstlerischen Denkmalschutz für sich drauf. Aber er kann auch selber verändern, kann auch andere verändern lassen, wenn sie wollen. Natürlich nicht, dass jeder kommt, übermalen will, wie er will. Obwohl das eigentlich der tatsächliche Zustand war, dass die Leute vorbeigingen haben, Graffitis gemalt. Aber okay, das ist jetzt erstmal nur meine Meinung. Ich wollte euch noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, und zwar von einem, der beim MFS gearbeitet hatte, zu Zeiten der Mauer, da zuständig war für Ausspähen von Menschen, zuständig war für Verbreitung von Desinformation, der sich eingesetzt hat gegen den Kapitalismus, was erstmal eine gute Tat ist, finde ich persönlich, wenn man sich gegen das einsetzt. Aber das war einer, der sich so politisch dagegen eingesetzt hat. Der gesagt hat, da auf der Westenseite, will ich nicht sein. Dann fiel 89 die Mauer. Dieser Mann hatte keinen Job mehr. Wurde unter anderem dann Immobilienmakler. Baut heute Luxus-Apartments und eines steht da. Der IM Jens Peter, inoffizieller Mitarbeiter Jens Peter, ehemaliger Stasi-Mitarbeiter, baut dieses Gebäude auf dem Todesstreifen. Denkt mal drüber nach, lasst es euch auf der Zunge zergehen. Ich persönlich finde das unerträglich. Vielen Dank.